Everybody wants to the world. Everybody wants to, the Ah, kann sein, dass er mich jetzt überholt. Nein, doch nicht. Sechs haben wir jetzt, glaube ich, oder? Fünf, okay. Aber dann müssen wir wohl oder übel jetzt gegen die Polizei machen. Ja. Weil ich mag ja diese Rundkurs- und K.O.-Rennen nicht.
Nein! Ey Leute, habt ihr das gesehen? In der Sequenz ist er durch die Nagelbänder reingefahren. Ist nicht deren Ernst, oder? Wir haben ja zum Glück noch vier Versuche haben wir noch. Diese Knastsymbole haben wir ja. Diese Freistellungssymbole. So, den Rennen machen wir noch. Und danach gibt's die fetteste Kopfverfolgung. Diesmal lasse ich mich auch nicht mehr erwischen. Versprochen. Gracias.
Festnahme direkt vor euch errichtet. Festnahme relativ, er fährt noch. Endlich, Leute. Ich habe keine Lust mehr. Das war, glaube ich, bis jetzt das beste Verfolgungsgeld, was ich hatte. $1,6 Millionen. So, Kopfgeld hätten wir auch erreicht. Okay, Leute. Wir sind bereit für Top 4. Thank you.
nein. Ich hab vergessen, dass die Abkürzung daneben war. Aber trotzdem gewonnen. Ich dachte, ich muss da schon abkürzen. Oh, Stumpatsch. So, jetzt kommt das Drag-Rennen und dann noch eine Radarfalle. Dann kriegen wir hoffentlich unseren Lieblingswagen. Easy. So, jetzt nur noch Radarfalle. Also der kann seine Karriere einpacken. So, jetzt nur noch Auto, bitte. Bitte, ich liebe den Wagen, bitte. Gib mir den Wagen. Bitte. Nein! Ach, egal. Egal, Junge. Egal. Ich hätte es nochmal gefahren, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, deswegen machen wir einfach weiter.
So, das ist jetzt der erste Fahrer von Razer, der Ronald McCura, aka Ronnie, der fährt einen Aston Martin DB9, den wir getunt haben. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass seiner voll getunt ist. Natürlich erstmal speichern. So, dann würde ich gerne erstmal mein Cayman S auftunen auf Leistung und dann machen wir noch den DB9 und dann beenden wir den Part für heute. Und dann müsste ich auch schon wieder für das nächste Part müsste ich dann wieder da sein vom Urlaub. Da, ich muss erst Ronnie besiegen für Ultimate Motor. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Turbo auch. Aber soweit ist er fast fertig. So, Galado ist fertig. Corvette könnten wir noch tunen, wenn ihr Lust drauf habt. Und DB9 gehen wir noch kurz tunen und dann schauen wir mal. Jetzt fehlt bei ihm auch nur noch Motor und Turbo und das kriegen wir dann, wenn wir Ronnie besiegt haben. Der lässt sich aber auf jeden Fall schon mal besser lenken. Fehlt halt nur noch die Endgeschwindigkeit. Genauso wie bei dem Cayman S. Die gleichen Werte. Aber der ist ein bisschen beim Beschleunigen besser. So. Genau. Corvette weiß ich nicht, ob ich den auftunen soll. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch und wir sehen uns, wenn ich wieder da bin. Haut rein.